Autobahn A95 München-Garmisch. Die ersten Kilometer unserer 100.000 Kilometer langen Reise durch die Wüsten der Erde. Gedanken gehen Elke und mir durch den Kopf. Ob es nicht doch ein bisschen vermessen war, alle Wüsten der Erde auf einem Motorrad durchqueren zu wollen. In über 900 Reisetagen. Ein Drittel der Landoberfläche unserer Erde besteht aus Wüsten und Halbwüsten. In über 50 Länder werden wir reisen müssen, um wirklich alle zu sehen, zu fotografieren und zu filmen. Wir waren in München gestartet. Es sollte zunächst durch die Wüsten Arabiens gehen, dann in die Wüsten Asiens. Weiter auf der Südhalbkugel in die Wüsten Australiens. Von Australiens Ostküste hinüber nach Amerika. Dort zunächst durch die Atacama Südamerikas, dann weiter durch die nordamerikanischen Wüsten. Zum Schluss durch die Wüsten Afrikas. Die Namib, die Danakil und die Sahara kannte ich bereits von vielen früheren Reisen. Erst einmal müssen wir bei Eiseskälte nach Venedig. Von dort wollen wir uns in die Türkei einschiffen. Aufwärmen in einer italienischen Autobahnraststätte. Die Winterkälte lässt immer nur wenige Kilometer am Stück zu. Wir sehen in die Sonne und die Wärme der Wüsten herbei. Den italienischen Cappuccino aber werden wir auf unserem Speiseplan bald sehr vermissen. In Venedig denken wir an Marco Polo, der im Jahre 1271 von hier aus in die Wüsten Asiens aufgebrochen ist. Uns erging es ein wenig wie ihm. Auch wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird. Wir rollen auf das Schiff, das uns von Venedig nach Izmir in die Türkei bringen soll. Auf dem Mittelmeer genießen wir die milde Wintersonne und lesen zum letzten Mal deutsche Tageszeitungen. Bald werden Landkarten unsere wichtigste Lektüre sein. Entlang der türkischen Riviera geht es zur syrischen Grenze. Wir durchfahren zügig die syrische Wüste und genießen es, nach den monatelangen Vorbereitungen endlich unterwegs zu sein. Wir freuen uns auf die Herausforderungen. Unser erstes Ziel ist das Wadi Rum im südlichen Jordanien, das für Lorenz von Arabien zur zweiten Heimat wurde. Das Wadi wird überragt von bis zu 1750 Meter hohen Sandsteinfelsen, welche diese Landschaft in den Wüsten Arabiens einmalig machen. Die Erosion hatte viele Millionen Jahre Zeit, aus dem Sandstein bizarre Formen herauszufräsen. Das Wadi wird von 1500 Howaitat-Beduinen bewohnt. Einer von ihnen ist unser Führer Abdu. Er bereitet Tee und erzählt von der früheren Bedeutung des Wadi als wichtiger Teil der Gewürzstraße. In islamischer Zeit wurde es dann zu einer Hauptpilgerroute nach Mekka. Heute stellt es die wichtigste landschaftliche Attraktion Jordaniens für die ausländischen Touristen dar. Wir fahren weiter nach Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Dort suchen wir die Botschaft von Saudi-Arabien, um ein Visum für das reiche Nachbarland zu beantragen. In Deutschland hatten wir es nicht ausgestellt bekommen. Aber die saudische Botschaft hier in Amman zu finden, erweist sich als sehr schwierig. Die Schilder können wir nicht entziffern. Auch das jordanische Telefonbuch hilft uns nicht weiter. Letztlich folgen wir einem Taxi zum Botschaftsgebäude. Filmen und Fotografieren verboten. Ein heimlich geschossenes Bild zeigt das abweisende Gebäude, das wir nach langer Warterei betreten dürfen. Als die saudischen Konsularbeamten hören, dass Elke und ich nicht verheiratet sind, werden wir wieder hinausgeworfen. Wir wenden uns ratsuchend an die deutsche Botschaft. Dort bekommen wir den Tipp, dass die Passbilder Elke unbedingt verschleiert zeigen müssen. Wir finden einen Fotografen. Der Palästinenser ist Vollprofi. Routiniert fotografiert er mich mit einer russischen Kamera.
Für Elke hält er einen Schleier parat, den sie widerwillig überzieht. Nein, nein, auf vor. Elke ist zwar mit den Bildern überhaupt nicht zufrieden, aber es hilft nichts. Wir werden dann vorstellig bei den Saudis. Diesmal scheitern wir bereits beim Pförtner. Saudi-Arabien, die bereits in sich befindliche Saudi-Border, bleibt für uns verschlossen. Wir wollen versuchen, über das Rote Meer auszuweichen und so in den Jemen zu gelangen. Vom Südjemen soll es dann weiter in den Oman und dann in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen. Zum Glück besitzen auch diese Länder Anteile an der Rub al-Khali, der großen Wüste Arabiens. Wir erkundigen uns im Hafen von Aqaba nach einem Frachtschiff in den Jemen. Zwei Tage später sind wir auf dem Roten Meer, Kurs al-Hudaida im Jemen. Wir freuen uns auf dieses Land, das die Römer bereits als Arabia Felix bezeichnet hatten. Wir sind in Sanaa, der Hauptstadt des Jemen. Ihre Altstadt gehört zu den schönsten der gesamten arabischen Welt, längst zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben. Doch Sanaa liegt im Hochland, die Wüstengegenden des Jemen in den Tiefländern. So fahren wir von Sanaa mit dem Motorrad nach Ma'arib. Wir sind in einem Land unterwegs, das für Ausländer die Gefahr birgt, von regierungsfeindlichen Stämmen entführt zu werden. Nach 250 Entführungen sind die Behörden vorsichtig geworden. Wir werden dann in den antiken Städten von Ma'arib auf Schritt und Tritt von Regierungssoldaten beschützt. Wenn wir aber von Ma'arib aus weiter durch die Wüste ins Wadi Hadramaut fahren wollen, werden wir durch ein Gebiet müssen, das nicht von der Regierung, sondern von dem mächtigen Sheikh Sharif kontrolliert wird. Drei seiner Männer werden uns durch das eigene Stammesgebiet begleiten und uns quasi vor sich selbst schützen. Dies hat seinen Preis. 1.200 US-Dollar in bar hat man dem Sheikh persönlich in Ma'arib ausgehändigt, um von ihm in Ruhe gelassen zu werden. Die Strecke führt durch die südlichen Ausläufer der Rub al-Khali. Der Gedanke an eine Führung und die manchmal schwierigen Dünenpassagen lassen uns kaum Zeit, die Landschaft zu genießen. Nach zwei Tagen Fahrt durch die Wüste sollten wir das Wadi Hadramaut erreichen. Dort hat dann die Regierung wieder das Sagen. Wir blicken auf Shibam, oftmals als das Manhattan der Wüste bezeichnet. Die arabische Lehmbaukunst hat hier wahrlich ihre Vollendung erreicht. Bis zu 6 Stockwerke ragen die einzelnen Hochhäuser in den Himmel, lediglich überragt von den Minaretten der Moscheen. Die Häuser von Shibam sind so eng aneinander gebaut, dass nur wenige Sonnenstrahlen in die Gassen einfallen können. Es geht weiter durch das Wadi Hadramaut nach Tarim, die Stadt der Wissenschaft und der Religion. Keine Stadt des südlichen Jemen ist so konservativ-islamisch wie dieser Wohnort der religiösen Aristokratie. Der verflossene Reichtum Tarims drückt sich in den Fassaden alter Kaufmannspaläste aus. Sie wurden von reichen Kaufmannsfamilien errichtet, die durch Handelsaktivitäten in Indonesien Reichtum erlangt hatten. Den Palästen ist der südostasiatische Einfluss deutlich anzusehen. Fußball ist auch im Jemen das Spiel der jungen Generation. Überragt wird das Spielfeld von zahlreichen Minaretten, darunter das höchste des südlichen Arabiens. Wir verlassen Tarim und gelangen über die Grenze in den Oman. Wir sind in den Dünen der Rub al-Khali, des sogenannten leeren Viertels. Zum ersten Mal seit Verlassen von München haben wir das Gefühl, in der Wüste angekommen zu sein. Sie fasziniert mich seit meinem 17. Lebensjahr, als ich mit dem Mofa in die marokkanische Sahara aufgebrochen bin. Während für viele Europäer die Wüste bedrohlich und leer erscheint, war ich von Anfang an begeistert. So sehr, dass ich Geografie und Völkerkunde studierte und die Wüsten zum Inhalt meines beruflichen Lebens machte.